Willkommen zurück zu einem weiteren Gameplay von XCOM 2 mit mir, dem Latan. Wir sind hier mitten im Einsatz und zwar geht es darum, dass wir hier diese Alien-Einrichtung untersuchen sollen. Wir hatten auch schon ein bisschen Gegenwehr. Hier ein Muton, da eine mechanische Einheit und noch ein paar Edwin-Soldaten haben ordentlich Schaden kassiert, denn wir waren hier oben drauf gestanden auf diesem Gebäude und der Roboter, also sprich diese mechanische Einheit, hat mit einem Granatwerfer draufgeschossen. Erstens haben wir von dem Granatwerfer Schaden bekommen und zweitens sind wir beim Herabfallen nochmal geschädigt worden. Das heißt, wir werden uns das auf jeden Fall merken, dass man solche Gebäude zum Einsturz bringen kann. Das ist auf jeden Fall eine wichtige taktische Information und was super ist, wir haben keinen Rundendruck. Das heißt, wir werden hier schön sneaky vorgehen. Jetzt suche ich mal unseren Scharfschützen, denn der hat ja so ein Sondenpaket dabei. Wir schicken den, schade, der kann nicht ganz so weit nach vorne, wie ich gerne würde. Dann schicken wir ihn mal so hier hin. Wir müssen ja leicht rechts rüber. Ja, würde ich sagen, schicken wir ihn mal hier ins Eck. Gucken wir mal kurz. Jawohl. Kein Problem, Boss. Und da kann er dann mal so eine Sonde in die Richtung feuern, würde ich sagen. Ja, mal so. Ich denke, hier deckt es ganz gut ab. Schauen wir mal. Anscheinend haben wir hier keine Gegner, so wie es ausschaut. Was mich, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös macht. Oder hat er die irgendwie ins Wasser geschmissen? Hier ist hier Wasser. Na gut, wie auch immer, wir werden jetzt mal unsere Einheiten nehmen und nach vorne rücken. Erstmal unsere Rangerin. Die ziehen wir mal hier Bewegung, Bewegung. Ganz nach vorne. Da kann sie zwar nicht mehr auf Feuerschutz gehen. Aber ich denke, das ist soweit ganz okay. Moment, sind das Leichen? Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Diese Behälter scheinen unabhängige Energiezellen zu besitzen. Das könnte eine Art Stasis-System sein. Vielleicht leben einige dieser Menschen noch. Okay. Wer den ersten Teil kennt, der weiß, dass die Aliens auch da schon, wie sie es eben angesprochen haben, Leute entführt haben. Wir ziehen mal mit ihr ganz nach vorne hier. Position bestätigt! Ist ja unsere Heilerin. Ich ziehe die jetzt trotzdem so ein bisschen nach vorne. Und jetzt hier unsere Lady mit dem Exosuit. Die wird hier wohl keine Deckung finden. Doch, hier ein bisschen. Machen wir mal. Okay. Ich bin echt gespannt, was wir hier in dem Gebäude vorfinden werden. Sollen wir die wirklich so weit vorziehen? Die schwere Einheit machen wir mal. Was ist da drüben? Und auf Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Und die nächste Einheit mal so hierhin, genau. Rücke aus. Was war das für ein Geräusch? Grabe mich ein. Okay, irgendwo scheint's wohl Gegner zu geben. Wir müssen noch mal gucken, wie wir hier am besten ins Gebäude kommen. So ein, das könnte eine Tür hier sein. Gut, dann machen wir uns hier Richtung Tür auf. Wir werden ein bisschen ab jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Na,
hier wäre schön Deckung, aber wir wollen Feuerschutz. Schon unterwegs. Okay, nachladen müssen wir mit ihr nicht. Na los, zeigt euch. Dann haben wir hier unsere Heilerin, die ziehen wir gleich nach vorne. Jetzt werden wir erstmal unseren Scharfschützen hier hochsetzen. Ach, der muss so ganz außen rum, deswegen hat er keine... Ne, dann machen wir es nicht. Dann ziehen wir mal... Okay, ich hier gehe. Blutkrom rüber, genau. Und auf Feuerschutz, der muss auch nicht nachladen, das ist gut. Unseren Scharfschützen mal hier hin. Ne, Quatsch, das ist die Lady mit dem Exosuit. Das ist auch okay. Dann hier auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Da haben wir unseren Scharfschützen. Na, den packe ich mal hier hin. Das kann ich machen. Und auch ihn hier auf Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Und unseren nächsten Heavy. Den ziehe ich mal hier hin. Wenn es sein muss. Feuerschutz. Wunderbar. Was ist da drüben? So. Bin dabei. Als ich höre Schritte, bilde ich mir ein hier von der rechten Seite. Hier haben wir auch einen Eingang. Ah ne, Quatsch, es ist hier gar kein Eingang, oder? Wartet mal. Ne. Wir müssen also nach hier. Da gibt es auf jeden Fall einen Eingang. Dann rücken wir doch mal langsam nach vorne vor. Was ist da drüben? Ah ja, ein Geschützturm. Na los, zeigt euch! Da gehen wir auf Deckungsfeuer. Gute Frage. Wartet mal, wo ist denn unser Scharfschütze? Der ist da hinten. Ich ziehe den jetzt mal ganz nach hier. Okay. Ah, der läuft von. Na gut. Denn ich möchte auf jeden Fall, wenn wir anfangen, auf den Turm zu schießen, möchte ich auf jeden Fall schauen, dass wir den möglichst zügig ausschalten. Getan sind wir ja sowieso nicht. Da wir ja schon im Kampf waren. Das heißt, aufgedeckt sind wir eh. Schon unterwegs. Gut. Feuerschutz und... Was machen wir hier? Was haben... Nee, das können wir leider... Leider reicht es nicht ganz. Dann ziehen wir den nächsten Heavy mal hier hin. Auch auf Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Und unsere Heilerin, die bleibt mal schön hinten. Hier schön gedeckt. Wird schon nichts passieren. Und auch die setzen wir auf Feuerschutz. Feuerschutz. Halte Position. Gut, es ging daneben. Bin unter Beschuss. Und jetzt müssten wir den Turm eigentlich ausschalten können. 92%. Was ist mit heftiger Schuss? Sind 69%. Wir probieren das mal. Na, das hat leider nicht ganz so viel Schaden gemacht, wie gedacht. Von der Rüstung abgeprallt. Aber wir haben ja noch unsere anderen Einheiten. 77. Gut. Rüstung wurde getroffen. Und 82. Damit ist der Turm raus, das ist wunderbar. Genau so. Und ich habe eigentlich, um das mal kurz anzusprechen, einen Fehler gemacht. Wir hätten hier erst mit der Einheit
drauf schießen lassen sollen, denn der hat ja so einen Holoschuss. Damit ist das Ziel dann markiert und es steigt die Trefferwahrscheinlichkeit. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache gewesen, aber kein Drama. Wir wollen hin zu der Tür. Was ist da drüben? Ja, das frage ich mich auch, was da drüben ist. Wir gehen schön in Deckung und unsere andere Heavy. Wechsle Position. Genau. Packen wir hier hin. Sind dabei. Feuerschutz und unsere Medic. Ja, die ziehen wir. Na gut, da kann sie zwar nicht auf Feuerschutz gehen, aber machen wir trotzdem mal. Ja, man hört auf jeden Fall Schritte. Ich denke mal, hier drin wird wohl die Hölle los sein mit Gegnern. Wir bleiben weiterhin schön vorsichtig. Schon unterwegs. Ziehen unseren Scharfschützen nach vorne. Und wir werden jetzt nachladen mit den Einheiten, die geschossen haben. Denn ich möchte auf keinen Fall riskieren, dass uns im Gefecht die Munition ausgeht. Das wäre nicht so toll. Verstanden. Bin unterwegs. Und auch hier schön nachladen. Bereit für den Angriff. Und Blutkomm ziehen wir wenn mal hier hin. Sein muss. Und auch er soll nachladen. Holen wir sie uns. Ja, ich würde sie mir gern holen, aber im Moment müssen wir zu Befehl. Strategie fahren, Safety first. Denn wir haben ja keine Ahnung, was da drin auf uns lauert. Scanne Gebiet. Ich kann leider nicht ganz zur Tür. Wir machen das mal so. Geht in Ordnung. Oder eher, genau. So, schön auf Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Und unsere Medic, die ziehen wir mal hier hoch. Auch auf Feuerschutz. Ja, wenn die so eng beieinander knubbeln wie hier, ist es echt beschissen eigentlich, denn wenn da wieder irgendwie Roboter mit Granatwerfer kommen, dann wird's echt beschissen. Gut, wir sind am Zug. Das heißt, wir werden jetzt den hier hinziehen und mal die Tür öffnen. Anscheinend? Ist hier im Augenblick Ruhe. Obwohl ich es fast nicht laufen kann. Man hat ja zum Teil Schritte gehört. Bestätigt, Überwachung läuft. Wo ist unsere Lady mit dem Exosuit? Da, ne? Genau. Bin dabei. So viele Opfer. Mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Okay. Was machen die? Verarbeitet? Lösen die die auf oder was? Okay, hier hinten ist unser Fluchtpunkt. Und wir sollen die Probe besorgen. Das ist... Na, schauen wir mal. Feuerschutz! Genau, geh mal auf Feuerschutz. Unser... Scharfschütze ziehen wir mal hier hin. Ich glaube nicht, dass die Aliens uns einfach so die Probe schnappen lassen. Und dann hauen wir ab. Das kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Bin auf dem Weg. Ich werde jetzt alle so positionieren, dass ich dann in einem Rutsch rein kann. Feuerschutz. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht optimal gedeckt sind hier. Okay, ich gehe. Aber ich möchte es auf jeden Fall vermeiden, dass ein oder zwei Leute hier in dem Gebäude dann alleine rumstehen. Das wäre, glaube ich, nicht so optimal. Wenn es sein muss. Ja,
geht nichts. Wie? Okay, von links haben wir auf jeden Fall Geräusche. Von links. Gut. Dann gucken wir doch mal, was da Sache ist. Wechsle Position. Advent-Truppen gesichtet. Okay. Dann würde ich sagen, ich nehme auf jeden Fall gleich mal den Roboter unter Beschuss. Aber zuerst schicken wir hier unseren Freund rein. Was ist da drüben? Der soll mal mit 91% drauf schießen. So, der ist jetzt markiert. Das ist gut. Ziel verfehlt. Dann hat unsere Heavy hier auf jeden Fall 91%. Das ist auch gut. Das überlebt der auf jeden Fall nicht, so viel ist sicher. Geht in Ordnung. Was ist das eigentlich hier hinten? Das ist... Ist das ein Lanzenträger? Nee. Dann wäre er raus. Wenn ich eine Granate werf, dann sind auf jeden Fall die beiden hier raus. Ich glaube, das mache ich. Ich werde eine Granate werfen. Was haben wir denn hier für eine Granate? Eine Säuregranate. Das machen wir nicht. Wir nehmen so eine. Hier, fang! Denn die macht ja, glaube ich, mindestens 3 Schaden, oder? Und dann müssten die beide... Genau, mit... Oh, Mist, der hat bloß 2 Schaden bekommen. Was ein Ärger. Gut, aber die andere Einheit ist weg. Unsere Medic, die ziehen wir mal hier hin. Ja, geht in Ordnung. 96%, komm, mach den weg. Jawohl. Das ist gut. Ich habe ihn erwischt, oder? Und jetzt werden wir mal unsere... Unsere Rangerin werden wir mal mit Sturm und Schuss reinschicken. Und zwar direkt hier oben hin. Da ist sie gedeckt und müsste eigentlich auf den Soldaten einen guten Schuss absetzen können. Jawohl. 95%. Mach den weg. Sehr cool. Feind eliminiert. Sehr cool. Aber auch jetzt glaube ich immer noch nicht, dass das alles war. Denn es ging mir ehrlich gesagt ein bisschen zu leicht. Deswegen werden wir jetzt mal hier schön vorsichtig sein. Unseren Scharfschützen, der hat hier noch ein bisschen Deckung. Die werden wir ausnutzen. Das kann ich machen. Und dann würde ich sagen, beenden wir mal an der Stelle den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier in XCOM 2 vorrücken, um uns diese Probe zu schnappen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Lethan.